Willkommen zurück bei The Elder Scrolls 4 Oblivion. Wir haben die Hauptstory beendet. Wir haben Merunes Dagon zurückgeschleudert in die Ebene von Oblivion. Wir haben Manka Camoran seines Lebens erleichtert und stehen hier vor der Magiergilde, um uns mit dem nächsten Queststrang zu beschäftigen. Ich habe überlegt, dass ich auf jeden Fall jetzt die Magiergilde noch fertig machen möchte. Danach werde ich wahrscheinlich eine kurze Pause einlegen, weil bis heute nicht mal das erste Oblivion-Video erschienen ist. Ja, und dementsprechend dachte ich, komm, dann lässt du wenigstens mal ein paar Videos anlaufen und dann machen wir später weiter. Wisst ihr, was es für Skyrim im Creative Club gibt? Es gibt einfach mal Umbra. Das Schwert hier gibt es einfach für Skyrim. Also ich glaube, da würde ich sogar 5 Euro für auslegen. Mal gucken. Okay, wir betreten die Erzmagier-Eingangshalle und werden jetzt mal gucken, ob es jetzt hier weitergeht mit der Story. Die war ja pausiert und dann habe ich ja gesagt, gut, dann nutzen wir die Pause, um die Hauptstory fertig zu machen. Und mal gucken, ob es jetzt hier weitergeht. Hallo. Als ich die Feuerwolken und die Dädra auf den Straßen sah, dachte ich, wir wären bereits tot. Aber ihr habt uns gerettet. Nein, das war ich nicht. Das war Martin Septim, aber danke. Wiedersehen. Guten Tag. Hallo. Im Rat ist wegen der Nachricht über die Anwesenheit von Mani Marco in Cyrodiil Unruhe ausgebrochen. Der Wurmkönig hat es eindeutig auf die Gilde abgesehen, doch wir haben keine Ahnung wieso. Es wurden keine Forderungen gestellt. Meine gesamte Aufmerksamkeit ist dem Rat gewidmet. Wir müssen den Grund für diesen plötzlichen Angriff herausfinden und Mani Marco aufhalten, bevor er uns alle vernichtet. Ich bin nicht in der Lage, mich um eine Sache zu kümmern, die mir zugetragen wurde. Seid ihr dazu bereit, an meiner Stelle zu gehen? Ja klar, das kann ich machen, gerne. Gut, begebt euch bitte nach Brumar, denn ich habe tagelang nichts mehr von Jeanne Frasurik gehört, was überhaupt nicht ihre Art ist. Obwohl ich einerseits das Ausbleiben ihrer Nachrichten begrüße, mache ich mir zugleich angesichts der jüngsten Entwicklungen Sorgen, dass etwas nicht stimmt. Findet heraus, ob es Jeanne gut geht und lasst es mich wissen, falls sie etwas braucht. Okay. Erzähl mir mehr über Joanne. Joanne, was für ein Name. Joanne Frasurik. Schön, fabelhaft. Überzeugt euch davon, dass es ihr gut geht, in Ordnung? Es ist nicht ihre Art, so lange den Kontakt zur Universität abzubrechen. Alles klar, mache ich. Sucht mich auf, sobald ihr mit Jeanne gesprochen habt. Jeanne. Schöner Name. Wahnsinn. Okay, Brumar. Dann müssen wir wieder Richtung Norden. Und auf nach Brumar Nordtor. Jeanne. Mani Marco. Es geht Mani Marco an den Kragen. Ja, zumindest hoffe ich das. Und mal gucken, wie lange das Ganze noch dauert, wie viele Aufgaben es noch sind. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht. Doch, ich glaube, die Questreihe habe ich fertig gemacht. Apropos, die Questreihe habe ich fertig gemacht. Wisst ihr, was ich, glaube ich, noch nie fertig gemacht habe? Die Kämpfergilde. Aber die würde ich dann auch gerne nach dem DLC Shivering Isles beenden. Wie gesagt, damit wir zumindest noch ein bisschen mit der Ausrüstung spielen können. Die Magiergilde. Okay. Ach ja. Ach du Scheiße. Ich habe die Brumar Magiergilde erreicht. Anscheinend ist sie angegriffen worden. Ich sollte nach Überlebenden suchen. Ach du Kacke, was ist hier los? Achtung! Oh mein Gott! Wir haben noch Aufgaben für die ganzen Leute hier gemacht. Das ist ja mies. Das ist ja richtig mies, oder? Okay, der ist auch tot. Ist hier jemand Überlebendes in den Gemächern? Ach du Scheiße, das viele. Weil die machen nicht viel Schaden. Ach du Kacke. Oh mein Gott. Hey.
Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ihr seht wahrscheinlich sehr viel gerade auf YouTube, ne? Also, ihr verpasst nicht viel. Ich klopfe gerade hier nur die Geister zu Tode. Och, ist das nervig, ne? Wer hat sich das einfallen lassen mit diesem blöden Umwerfzauber? Das ist wirklich... Eieiei. Und hier soll es irgendwo ein Überlebender sein? Das ist so ein Witz. Eigentlich nicht und ich war hier umsonst. Ihr wisst ja, ne? Bloß nichts stehlen hier. Was soll denn hier ein Überlebender sein? Da komme ich nicht hin, oder? Wird da irgendwo ein anderer Weg hin, nach da oben? Hier geht's nur runter. Komme ich nicht rein? Niemand? Niemand. Gibt keine Überlebenden. Ach, hier geht's hoch. Oh Gott. Kommt heraus, wo auch immer ihr seid. Hallo. Was haben wir denn hier? Ein Besucher. Ich fürchte, ihr habt das Fest verpasst. Der Ehrengast ist bereits gegangen. Ihr jedoch werdet uns nicht verlassen. Dafür werde ich jetzt sorgen. Das will ich sehen, meine liebe Camila, irgendwas. Ach man, die sind so schwach. Oh! Sind sie verschwunden? Ich hatte zu viel Angst. Ich konnte mich einfach nicht bewegen. Ich konnte die Schreie hören, war aber einfach wie gelähmt. Er hat sie alle getötet. Er hat sie einfach abgeschlachtet. Ich habe sein Gesicht gesehen. Ich habe den Wurmkönig gesehen. Jaska. Ihr wisst dann auch, dass das der Typ, der sich unsichtbar macht und irgendwie die eine mal geärgert hat oder sowas. Ihr habt den Wurmkönig gesehen. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Ich glaube, ich bin nur deshalb noch am Leben, weil ich unsichtbar war. Und trotzdem glaube ich, dass er mich gesehen hat. Er hat sie einen nach dem anderen getötet. Volanaro war der Letzte, glaube ich. Er versuchte wegzurennen, hat es dann aber doch nicht geschafft. Der Wurmkönig stand über ihm, bevor er starb, und er... Es sah so aus, als würde er Volanaro die Seele aussaugen. Er sagte etwas von einer Echohöhle und der Vernichtung der Magiergilde. Danach hat er mir direkt in die Augen gesehen und gelächelt. Ihr müsst etwas tun. Ihr müsst Erzmagier Traven davon berichten. Okay. Hier ist es nicht sicher. Verschwindet, bevor... Na, sie ist tot. Jean Vasorik. Oh je. Hier ist es mehr als nur nicht sicher. Man musste echt die ganzen Gespenster töten. Minimal übertrieben. Minimal. Okay. Ja. Mani Marco macht ernst. Ihr merkt es, oder? Er macht ernst.
Er macht ernst. Ui, ui. Die Echohöhle, das sagt mir irgendwas, oder? Waren wir da nicht schon mal? Ich grüße euch. Da darf ich natürlich nicht rein, weil der werte Herr Erzmagier gerade meint, schlafen zu müssen, obwohl die Welt untergeht, also zumindest die Welt der Magiergilde. Lasse. Oh, hallo. Darf da nicht rein, oder? Hallo. Gibt es Neuigkeiten von Jan in Bruma? Ja. Jaska hat etwas berichtet. Er blieb als einziger übrig? Das ist schlimmer, als ich dachte. Nach allem, was er euch erzählt hat, befindet sich Mani Marco, der König der Würmer, hier in Cyrodiil und macht Jagd auf unsere Gilde. Damit hätte ich in meinen schlimmsten Träumen nicht gerechnet. Wir brauchen einige Tage, um diese Informationen zu verarbeiten. Sollte Jaska hier eintreffen, werden wir dafür sorgen, dass man sich gut um ihn kümmert. Hab Dank. Okay, erst befördern lassen. Du! Na raus hier, bevor man uns so umbringt. Werde wieder befördert. Da ist auch schon Jaska. Es ist mir eine Ehre. Mit dem Blabla, okay. Champion von Cyrodiil. Tag. Schöner Name. Wo ist denn jetzt Jaska? Der Typ für unsere Beförderung. Möchte gerne einen neuen Titel haben. Sofort. Da ist er ja. Hallo. Seid gegrüßt. Fortschritt. Ihr seid wahrhaft ein Gewinn für die Gilde. Ich belohne euch mit dem Rang eines Zauberers und lehre euch einen sehr mächtigen Zauber. Wildchen. Auf Wiedersehen. Hut des Zauberers hinzugefügt. Ich grüße euch. Darf ich jetzt vielleicht... Zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt herrscht im Rat Chaos. Man konnte sich auf keine Strategie einigen. Manche meinten, uns drohe die Vernichtung und es sei an der Zeit, zum Gegenangriff überzugehen. Andere wiederum hielten es für angemessen, wie bisher, Feuer mit Feuer zu bekämpfen. Der Rat ist zersplittert und Artefakte gingen verloren. Das Amulett des Totenbeschwörers und der Blutwurmhelm wurden entwendet. Was? Was ist denn der Blutwurmhelm? Eine von Irlaf Jarol geleitete Gruppe von Magiern hat den Helm an sich genommen und sich in die Festung Telemann zurückgezogen, um ihn genauer zu untersuchen. Sie erhoffen sich, genug über ihn herauszufinden, um Mani Marco bekämpfen zu können. Ich habe versucht, es ihnen auszureden, doch es war zwecklos. Ich möchte, dass der Helm zurückgebracht wird, damit er hier in der Universität sicher aufbewahrt werden kann. Ich befürchte, dass sich Irlaf zu einer Zielscheibe für die Totenbeschwörer gemacht hat. Aber sowas von. Und was ist das Totenbeschwörer-Amulett? Karan Ja hat darauf bestanden, es aus der Universität zu entfernen. Sie sagte, es stelle eine Gefahr für die Sicherheit der Kaiserstadt dar. Obwohl sie damit sicherlich recht hat, zweifle ich an der Rechtschaffenheit ihrer Motive. Sie schien viel zu begierig zu sein, seine Kräfte zu erforschen. Ich fürchte, dass sie vor den Gefolgsleuten des Wurmkönigs nicht sicher ist. Sie weilt in der Festung Ontus. Eilt bitte dorthin und kehrt mit dem Amulett zurück. Überzeugt sie davon, dass sie die Waffen des Gegners nicht benutzen darf. Vor allem nicht aus Furcht. Okay. Kartenmarkierung zugefügt. Lebt wohl. Aha. Müssen wir jetzt zwei Artefakte bergen, die wahrscheinlich beide wieder von Untoten von Totenbeschwörern überrannt werden. Keine Ahnung, in welche Richtung ich gucken muss, ne? Da ist eins, okay. Bis zum Bulwark. Na gut, laufen wir mal, oder? Ich weiß nicht, inwieweit es Sinn macht, da durchzulaufen. Ich schätze mal, dass die Festung jetzt von Totenbeschwörern verseucht sein wird. Ich glaube nicht, dass da jetzt ein Typ ist. Ach so, ja, okay. Wenn das so ist, dann, dann nimm das doch gerne mit hier. Wenn das so ist, dann nimm das Artefakt mit. Ich dachte, es ist sicher. Wenn es bei den Magiern sicherer ist, dann nimm du's. Ich glaube nicht, dass das so laufen wird.
Wir haben jetzt hier so eine... Erstmal haben wir hier fliegende Steine. Sehr schön. Licht. Ja, ihr seht, dass hier diese Spuren, wo früher die Oblivion-Tore gewesen wären, sind immer noch da, aber die Tore sind alle verschwunden. Ne? Dadurch, dass wir die Tore geschlossen haben, sind die Tore zu. Man kann die Wegmarkierung noch finden, aber die Tore sind nicht mehr da. Dementsprechend macht das Schließen der Tore bzw. das Beenden der Hauptstory vor dem großen Erkunden der Spielwelt auch ein bisschen Sinn. Weil ganz ehrlich, es gibt nichts Nervigeres, als über diese blöden Tore zu haben. Zumindest finde ich das so. Hierhin würde ich mich auch zurückziehen. Eine super Idee. Oh je. So ein Trottel. Ich bin bei Festung Telemann angekommen. Ich muss Irlaf Jarol finden, der den Blutwurmhelm haben sollte. Oh, welche Überraschung. Totenbeschwörer haben die Festung eingenommen. Nein, wie konnte das nur passieren? Habe ich ja gar nicht für möglich gehalten. Warum fliegen wir so weit? Wir springen wie so ein Kaninchen. Okay. Ja, wir laufen jetzt mal ein bisschen durch hier, ne? Ich komme jetzt nicht durch, doch, ne? Jetzt hier gegen die raus. Jetzt los. Hallo. Blutwurmhelm. Gewand des Weißmagiers. Schön. Ah, ich hab den. Ich muss ihn sofort zu Bla. Okay. Irgendwie ein Shortcut oder so. Frag ich jetzt mal nicht nach dem Kontext, warum der. Ne? Ne, gibt keinen Shortcut. Come on. Okay, es gibt einen Shortcut. Ich strecke euch nieder, Wurm! Könnt ihr auch die Dedras einsprechen, oder? Wurm! R muss gerollt werden. Wurm! Weiß nicht, warum wir Dedras sind. Ich habe keine Ahnung, aber. Gut! Habe ich jetzt auch nichts Großartiges gegen. Heilen. Und raus hier. Okay, damit haben wir das erste der beiden Artefakte geborgen. Ist halt gar nicht so verkehrt, wenn man manchmal ein bisschen durchläuft. Ne? Ihr seht, es hat uns jetzt ein oder anderen Kampf erspart. Ich bin echt überrascht bzw. verwundert, wie stark Oblivion doch wie Morrowind aussieht. Ja, hier so, das ist F aus wie Morrowind. Könnt ihr euch jetzt überlegen, ob das eine Beleidigung für Oblivion ist oder ein Kompliment für Morrowind. Irgendwo hier ist dann das andere. Nee, okay, das ist die Abgabe. Der Blutwurmhelm, das Amulett des Totenbeschwörers. Aha. Da. Oh Gott. Oh je, oh je. Warum gehen wir jetzt einfach zur Echo-Hülle und killen den? Nein, nein, Karl, man tötet keine bösen Magier. Man muss denen immer die Möglichkeit geben, sich vorher noch zu sammeln. Ach ja, schön, schön.
Hab schon mal so aus Gag überlegt, einfach Vampir zu werden. Einfach nur so. Keine Ahnung, warum nicht? So ein bisschen Krankheit. Alles ein bisschen spannender. Hallo! Hi. We found a gate to Oblivion. Wir haben jetzt eine Eyeline-Ruine, die wir ignorieren. Ihr wisst ja, ich möchte mich so ein bisschen questorientiert fortbewegen. Ich werde wahrscheinlich die Eyeline-Ruine... Was? Nonungalo? Wer hat sich das denn ausgedacht? Wo bin ich denn da jetzt hin? Ganz schwierig, wenn diese Festungen so komisch auf Bergen sind. Ich meine... Das hier. Man kommt hier hoch, komischerweise. Kommt man hier hoch? Was? Alles klar. Das war der Berganfahrassistent unseres guten Helden. Geil. Ja, und hier kommt jetzt nicht hoch, oder was? Ja, ist klar. Hallo. Das ist weniger steil als das gerade. Sollen das? Okay, man muss echt hoch springen. Aha. Boah. Ich glaube, da kommen wir hoch, oder? Ja, ja. Mir fehlen genauso die Worte wie euch gerade. Ich bin auch sprachlos. Whatever. Whatever. Wäre hier oben eine Festung. Tatsache. Was? Festung Ontos. Ich habe Festung Ontos erreicht, ich muss winnen und das Amulett holen, okay. Hallo! Hier sind bestimmt keine Totenbeschwörer. Wie kann ich das nur denken? Hä? Hallo? Magier! Na, ach, hör auf! Was ist denn hier los? Hallo, das ist ein bisschen gruselig. Es gibt hier keine Feinde. Voll schnell, oder? Unsere Akrobatik ist einfach... Also, Usain Bolt könnte einpacken. Uah. Komm ich denn da rein? Redet besser mit Kar. Okay. Then I must go the long way. Ich weiß nicht, warum ich immer noch in Kampfmusik bin, aber... Okay. Hallo, ich brauche das Amulett bitte. Ganz... Nee, ne? Schau einer an. Das ist wirklich eine Überraschung. Ich dachte immer, ihr wäret der Laufbursche von Traven, der alles tut, was ihm gesagt wird. Und doch seid ihr jetzt hier. Gut, dass ihr euch endlich emanzipiert habt. Eure Hilfe wird unserer Sache viel nützen. Na toll. Was? Ihr seid gekommen, um es zu Traven zurückzubringen? Du meine Güte. Ich fürchte, ihr habt euch verrechnet. Ich bin Traven keine Rechenschaft schuldig. Ich folge nur den Anordnungen Manny Marcos. Wenn er das Amulett besitzt, wird seine Macht zunehmen und es wird Trave nicht gelingen, sich ihm in den Weg zu stellen. Ihr dagegen werdet bald überhaupt nicht mehr stehen, fürchte ich. Ich verspreche euch, dass ich es kurz machen werde. Ich möchte, dass ihr weitgehend intakt bleibt, damit Manny Marco euch das Mark aus den Knochen saugen kann. Papa! Hey! Was ist los? Gib mir das blöde Amulett, dankeschön.
Sie verriet die Magiergilde und bla 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 bla. Surprise, surprise, sie hat uns verraten, wer hätte das wohl gedacht? Ich wusste das doch, dass hier niemals so viele verbündete Magier sind. Das wäre viel zu einfach gewesen. Dann nehmen wir natürlich jetzt hier den Shortcut, um zu entkommen. Wir laufen viel zu schnell. Hallo, hallo. Wir sind viel zu schnell, ich sag's euch. Die haben einfach keine Chance, das einzuholen. Aua. Hallo. Wow. Autsch, wo geht's denn da oben? Au, au. Sorry, den Wunsch erfülle ich dir nicht. Wow, 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 wow. Mir sind diese ganzen Töpfe mit Knochen aufgefallen. Was ist der Ausgang? Ja, aber nein. Okay. Ich könnte also quasi das Schloss knacken, was mir sämtliche Nerven kostet, oder wir laufen einen langen Weg. Ich bin für den langen Weg, da meine Nerven mir kostbarer sind als Zeit. Punkt. Ach man. Scheiß Magiergilde. Wie schlecht kann so ein Verein sein, wenn die einer Frau... Na gut, die entwenden die ja. Die lassen die einfach so die Sachen klauen. Ja, nimm ruhig. Das ist nur eins der wichtigsten Artefakte, das wir haben, aber nimm. Nimm. Alles gut. Wir haben davon ja genau eins. Das kannst du ruhig haben. Ist nicht schlimm, wir haben ja einen Deppen, der es wiederholt. Also für dreimal raten, wer der Depp ist. Genau. Ach ja. Aua. Jetzt haben die auf einmal alle natürlich keine Magierroben mehr an, sondern ihre Totenbeschwörerroben. Selbstverständlich. Leute, die Deckung ist aufgeflogen. Umziehen. Schnell. Eieiei. Und raus hier. Gut, ich würde gerne zur Echo-Höhle gehen und einem gewissen Manimako. Ach, Scheibenkleister, ich habe vergessen, was umzustellen. Egal. Und einem gewissen Manimako einen Kopf kleiner machen. Na komm, ganz Musik. Ist gut. Nein! Ach, scheiße. Oh, ich hasse Bären. Das hört sich gut an. Yay! Damit haben wir das geschafft. Das macht mich glücklich. Dann hoffe ich, dass wir jetzt zur Echo-Höhle gehen können, um Manimako zu erschlagen. Hallo, aufwachen. Nett, ne? Aber hier oben ist schön. Habt ihr den Blutwurmhelm oder das Amulett des Totenbeschwörers geborgen? Ja, ich hab beides. Irlaf ist tot. Ich habe versucht, ihn zu warnen. Ich versuchte, ihm zu sagen, dass es ein Fehler sei, den Helm mitzunehmen. Ich werde den Helm an einen sicheren Ort im Turm zurückbringen. Das ist das Mindeste, was ich für Irlaf tun kann. Hab Dank. Habt ihr das Amulett? Ja, hier ist das Totenbeschwörer-Amulett.
Karanja hat sich gegen die Gilde gestellt? Das verstehe ich nicht. Sie war einer meiner vertrautesten Ratgeber. Wie es scheint, wird die Lage mit jedem Tag schrecklicher. Wohin dies alles führen mag, macht mir Angst. Das Amulett ist jedoch in Sicherheit, und das muss vorerst genügen. Ich danke euch dafür, dass ihr es zurückgebracht habt. Ja, und wie geht's jetzt weiter? Moment. Aufstehen! Mein Gott, Alter! Okay, erst wieder befördert werden. Lebt wohl. Ja, einfach sich wieder ins Bett legt, ne? So, die ganze Welt geht unter, aber Hauptsache erstmal Pause machen. Der Typ ist auch wieder nicht, da kann doch nicht wahr sein, dass wir der Einzige sind, der irgendwas macht. Mani Marco reißt uns allen den Arsch auf und niemand bewegt sich. Kann nicht wahr sein. Ich glaube, es gibt kein Spiel. Hallo. Hi. Ist mir ein Vergnügen. Ja, ja. Ich kann euch wahrhaftig als gleichrangig betrachten und daher verleihe ich euch den Rang eines Hochmagiers. Es gibt keinen höheren Rang, den ich euch verleihen könnte. Euch gebühren meine Glückwünsche und mein Dank. Dankeschön. Gibt es ein anderes Spiel außer The Elder Scrolls oder Fallout, wo wirklich niemand zu irgendwas imstande ist? Überlegt mal. Wiedersehen. Ja, wiedersehen. Wir müssen ja wirklich alles machen. Würde mich nicht wundern, wenn wir noch irgendwie den Hintern abputzen müssen. Die Zeit arbeitet gegen uns und unsere Feinde werden immer stärker. Es gibt viel zu tun und uns bleibt wenig Zeit, um es zu schaffen. Eure nächste Aufgabe ist sehr wichtig. Mani Marco töten. Uns hat die Nachricht erreicht, dass die Totenbeschwörer fleißig schwarze Seelensteine für ihren Meister angefertigt haben. Ein ganz besonderer schwarzer Seelenstein wurde in den Ruinen von Silorn im Süden von Cyrodiil erschaffen. Dieses Juwel muss erbeutet und hierher gebracht werden, bevor es dem Wurmkönig überbracht und gegen uns eingesetzt werden kann. Ah, alles klar. Warum wollt ihr den Edelstein nicht zerstören? Nein, ich muss den Stein haben. Ich glaube, dass damit unsere Gilde gerettet werden kann. Ich werde es genauer erklären, sobald ihr damit zurück seid. Bis dahin ist jedes weitere Wort überflüssig. Okay, gut. Ein Trupp von Kampfmagiern wurde an den Ort entsandt. Ich möchte, dass ihr für mich ihre Aktionen überwacht. Das Einzige, worauf es ankommt, ist der Seelenstein. Versteht ihr mich? Sobald ihr ihn sichergestellt habt, kehrt unverzüglich hierher zurück. Ihr sollt wissen, dass ihr mein volles Vertrauen habt. Ich würde euch nicht mit dieser Aufgabe betrauen, wenn ich nicht glaubte, dass ihr dazu fähig wäret. Geht jetzt. Seht euch vor. Warum heißt die Quest schon Hinterhals? Ein bisschen dämlich, oder? Wie geht es euch heute? Irgendwie traue ich dem gerade nicht mehr. Irgendwie traue ich dem gerade nicht. Im Süden zu Rodiils, hat er gesagt. Toll. Sicher, wie toll das im Süden ist. Von hier aus ist alles südlich. Nee. Da. Silorn. Okay, gehen wir nach Silorn und holen diesen Seelenstein. Ihr seht natürlich so ein bisschen, ne, im Vergleich jetzt zu Skyrim meinetwegen, man sieht, dass die Qualität und die Abwechslung innerhalb der Aufgaben eben hier noch ein bisschen geringer war. Ich finde, das merkt man. Auch wenn man von Fallout 3 nach Fallout 4, finde ich, eher eine Abnahme der Kreativität sieht, finde ich von hier nach Skyrim nochmal eine deutliche Zunahme. Irgendwie kommen mir hier alle Aufgaben gleich vor. Geh in die Ruine und hol den Stein. Geh in die Ruine, hol den Helm. Geh in die Ruine, hol das Amulett. Danke, geh bitte den nächsten Gegenstand holen. Ende. Ganz so krass war es irgendwie nicht, oder? Wenn ihr helfen wollt. Ihr wurdet vom Rat geschickt, nicht wahr? Traven hat euch geschickt? Nur euch? Ja. Dies gleicht unsere Unterlegenheit etwas aus, aber nur geringfügig. Wir stehen nach wie vor einer großen Überzahl gegenüber. Folgt mir, ich werde euch zeigen, womit wir es zu tun haben. Okay. No, boys. Ich bin auf eurer Seite. Gut. Habt ihr gut gemacht.
Okay. Oh Gott, guck mal hier. Ja, ist halt so eine Ruine. Ja. Das ist es. Der Eingang zu Siloren liegt direkt vor uns. Wir haben den Ort einige Zeit beobachtet und seit der Vereitelung des ursprünglichen Plans versucht, außer Sicht zu bleiben. Wir sollten den Ort erstürmen und das Juwel, das sie in ihrem Besitz haben, an uns nehmen. Dies ist uns jedoch nicht möglich. Die Tür ist mit einer Art Zauberbann belegt. Da diese Tür versiegelt ist, können wir nicht hinein und müssen warten, dass sie herauskommen. Den Aktivitäten zufolge, die ich beobachtet habe, dürfte das sehr bald der Fall sein. Okay, also was machen wir denn jetzt? Uns bleibt nur übrig, uns darauf vorzubereiten, dass sie herauskommen. Wenn sie herauskommen, ist dies unsere beste Gelegenheit, sie zu überwältigen. Da wir nicht hinein können, wissen wir natürlich nicht, wie viele es sind und ob wir überhaupt eine Chance haben. Traven hat uns mitteilen lassen, dass ihr das Kommando übernehmen sollt. Und darum sollt ihr es auch haben. Ihr habt das Kommando. Sagt uns, wo ihr uns haben wollt. Mit eurer Erlaubnis schlage ich euch vor, uns an den für unsere Fähigkeiten jeweils günstigsten Stellen zu postieren. Doch die Entscheidung liegt bei euch. Na, mach das genau so, bitte. Ich muss zugeben, dass ich mit... Es gibt zwei gute Orte. Schon gut. Macht das so, wie ihr wollt. Auch ihr. Wo ist denn hier der Eingang überhaupt? Falka ist zurück in den Ruinen von Siloran geflüchtet. Ich muss ihn finden. Überwältigen die jetzt und ich kann reingehen oder wie läuft das jetzt? Scheinbar. Gut. Hi. Autsch. Zu den Waffen. Verstehe nicht ganz, warum ich einfach die Echo-Höhle stürme. Um überhaupt so ein Risiko hier eingehen. Eure Anwesenheit hier wird nicht geduldet. Mir gerade ein bisschen zu hoch hier. Ich verstehe den Aufbau nicht. Der richtige Weg ist definitiv hier in der Mitte. Aber was heißt denn per Fernsteuerung? Soll ich jetzt zurückgehen? Ist hier gar nichts oder kommt man hier jetzt irgendwie weiter? So, so. Wen haben wir denn hier? Ah, ich hasse das Schlossknacken.
Keine Ahnung, ob es was hier was bringt, ne? Tatsache, geil. Da aber Glück. Wenn ich mal Dietriche. Hauptsache nie Dietriche, ne? Ah, die sind so geizig, wenn es um Dietriche geht. Schlüssel, Ulusala Seelenstein. Geil. Ich habe das schwarze Seelenjuwel geborgen. Es muss zurück zu Hannibal Traven von der Gamma-Universität gebracht werden. Blabla. Okay, was ist denn hier jetzt los? Das ist hoffentlich ein Shortcut, oder? Sieht gut aus. Okay. Gut, damit haben wir den Seelenstein geborgen. Mein Gott. So, auf zurück zur Magiergilde. Alles gar kein Problem. Wir sind der fähigste Läufer überhaupt. Ihr seht, die Akrobatik ist einfach nur krass. Wenn ihr wirklich gut Akrobatik habt, dann könnt ihr sogar mit einer schweren Rüstung laufen, als wärt ihr nackt. Splitterfaser nackt. So, jetzt bitte lass mich in diese blöde Echohöhle und diesen blöden Manimako killen. Reicht langsam. Keine Ausflüchte mehr. Geht, findet Talfin und die anderen Kampfmagier. Bitteschön. Einsatz bereit bis zum Äußersten. Ich kann euch gar nicht genug dafür danken, dass ihr das Juwel hierher brachtet. Ich brauche es sofort. Wir haben viel zu bereden und nur sehr wenig Zeit. Eine neue Aufgabe erwartet euch und dies ist mit Abstand die wichtigste, mit der ihr je betraut wurdet. Ja, bitte. Seid ihr wirklich für diese Aufgabe bereit? Ich weiß nicht, was euch erwartet, aber sicher ist, dass wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben werden, sobald ihr begonnen habt. Ich bin bereit. Dann hört mich an und spitzt die Ohren. Manimako wird bekommen, wonach er sucht, doch es wird sein Verderben durch eure Hand bedeuten. Mit diesem Juwel in eurem Besitz könnt ihr seinen Versuchen, euch mit einem Bann zu belegen, widerstehen. Sobald er scheitert, sollt ihr zuschlagen. Wenn dieses Gespräch endet, werdet ihr das Juwel an euch nehmen, Manimako aufsuchen und ihn vernichten. Versucht auf jedem erdenklichen Weg zu ihm vorzudringen. Das ist unsere einzige Hoffnung, ihn zu besiegen. Ich habe volles Vertrauen in euch und überlasse daher die Gilde eurer Obhut. Sobald ich nicht mehr lebe, werdet ihr der Erzmagier und das Oberhaupt der Gilde sein. Führt eure Magierbrüder und führt sie weise. Die Zukunft liegt in euren Händen. Gehabt euch wohl. Alter, der hat sich einfach geopfert. Dass er so stirbt, wusste ich nicht mehr. Das wusste ich nicht mehr. Alles klar. Ihr habt Hände wie ein Schmied. Ihr müsst wohl eure Ausrüstung oft repariert haben. Ihr habt Hände wie ein Schmied. Okay, wir gehen zur Echo... Wir gehen zur Echo-Höhle und killen diesen beschissenen Manimako. Der geht mir schon richtig auf den Keks. Ich wusste, wo die war. Wir haben die auf jeden Fall schon entdeckt, oder? Höhle. Ne, aber nicht. Okay.
auf zur Echohöhle. Mani Marco wartet. Wir töten den Wurmkönig und machen der ganzen Totenbeschwörerei ein Ende, bis sie dann in Skyrim merkwürdigerweise wieder aus dem Boden sprießen wie Pilzbefall. Schöne Metapher, oder? Was ist nochmal der Fachbegriff für einen Vergleich? Nennt man es einfach nur Vergleich? Da gab es auch so einen Begriff für. Ich weiß es nicht. Was war nochmal? Eine Anaphor gab es da auch noch. Und keine Ahnung. Ich habe sehr gerne in Deutsch geschrieben. Ich habe auch sehr gut in Deutsch geschrieben, zumindest von meinen Noten her. Aber ich habe nie Fachbegriffe gekonnt. Das ist mir wurscht, weil wie es hieß. Ich wusste nur, wo man es einsetzen muss. Okay, Schmiedehammer. Schmiedehammer. Alles sehr empfindlich irgendwie. Mani Marco, ich komme, um dich zu vernichten. Ihr erdreistet euch, den Wurmkönig sprechen zu wollen? Wenn ihr um eine Audienz mit seiner Gnaden ersucht, müsst ihr diese Tür öffnen. Ich besitze den Schlüssel dazu und werde ihn mit meinem Leben verteidigen. Oh ja. Du hast mir so viele Sorgen bereitet. Tür geöffnet. Sehr schön. Okay. Mani Marco, it's time to die. Ich habe die Echo-Höhle erreicht und mir Zugang zu Mani Marcos Unterschlupf verschafft. Ich muss ihn im Inneren der Höhle finden und seinem Leben ein Ende machen. It's time to kill. Zu den Waffen! Oh, Alter, ich hasse das. Das war eine impulsive Rage-Reaktion. So, weg mit dir. Eure Anwesenheit hier wird nicht geduldet. Eure Anwesenheit hier wird nicht geduldet. Ich kann euch zwar nicht aufhalten, aber ich wollte das gesagt haben. Denn ich bin eine sehr unhöfliche Person und dulde die Anwesenheit nicht von Leuten, die eigentlich hier sein sollten. Ja, klar. Halten die sich hier nicht als Haustiere. Ja, klar. Macht man ja so, ne? Hello, who's there? Das ist kein Versteck, das ist ein Massengrab hier. Ist ja ekelhaft. Wie kann man hier leben? Mani Marco. Die Frage war direkt an dich gerichtet. Aber schön, dass uns der gute Erzmagier gerade mal direkt zu seinem Nachfolger ernannt hat, oder? Ist auch nicht schlecht. Und noch Geister haben die hier. Eieiei. Ich glaube, es ist wirklich vorteilhaft, wenn man sowas hier mit einem niedrigeren Level macht, damit einem nicht die ganze Zeit so ultra übertrieben starke Gegner in die Quere kommen. Zu den Waffen! Zu den Waffen! Zu den Waffen! Wenn ihr es auf Ärger anlegt, könnt ihr gerne Ärger haben. Ich sehe, ist es Bolor nicht gelungen, euch aufzuhalten. Nun gut, ich werde ihn wieder zum Leben erwecken, sobald wir hier fertig sind. Vielleicht sollten wir ein wenig plaudern. Ihr habt sonst nicht viel Auswahl. Ich muss sagen, dass ich Erzmagier Traven erwartet hatte, nicht seinen Meisterschüler. Ich bin enttäuscht, dass er mir nicht selbst entgegentreten konnte. Ich habe im Lauf der Jahre so viele seiner Vorgänge getroffen. Galerion habe ich besonders lieb gewonnen. Und nun seid ihr hier. Es spricht Bände über euch, dass ihr es bis hierher geschafft habt. Vielleicht könnt ihr mir wie Traven von Nutzen sein. Ich werde euch niemals helfen, ihr dreckiger Wurm. Oh, ich wollte damit nicht andeuten, dass ihr eine Wahl hättet, mein Lieber. Ich werde euch in die lange Tradition von Wurmsklaven einreihen und euch ausgiebig studieren. Ihr werdet eure Seele an mich verlieren. Was? Macht, mein lieber Freund. Ich strebe nach Macht.
Also jage und studiere ich jene, die etwas davon innehaben. Eure Gilde und ich, wir suchen nach denselben Dingen. Trotzdem macht ihr euch Sorgen über Gut und Böse und akzeptiert nicht, dass es Offenbarungen ein und derselben Sache gibt. Ihr nennt mich also einen Bösewicht und versucht mich zu vernichten? Ich schaue zu, warte ein bisschen und mache euch dann fertig, wenn ihr mir auf den Leib rückt. Anstatt Traven herauszulocken, habe ich nun euch vor mir. Vielleicht hole ich ihn mir ab, wenn wir hier fertig sind. Zeigt mir, was ihr da habt. It's time to die, Manny Marco! Manny Marco, der von schönen Namen, oder? Der ist barfuß. Nein! Ich hab den Text nicht gelesen. Stab der Würmer. Gewand des Wurmkönigs. Ich lese den Text vor. Ich habe den König der Würmer getötet. Ich sollte zur Geheimuniversität zurückkehren und seine Vernichtung verkünden. Leute, euer Wurmkönig ist tot. Ihr braucht nicht mehr zu kämpfen. Ihr habt verloren. Ihr alle, weil ihr Lappen seid. Ich putz mit euch die Küche. Den Shortcut? Ich glaube, das ist ein Shortcut. Okay, ich weiß nicht, wer es gerade war. Ich glaube einfach. Hallo. Wenn ihr es auf Ärger anlegt, könnt ihr gerne Ärger haben. Wer macht sowas denn bitte als Random-Spruch? Ich hätte den Spruch gemacht: Stirb! Gut. Ein bisschen hier lang, ein bisschen da lang. Ach Gott, hallo. Kann ich mal bitte durch? Hallo, ich muss hier mal durch, ja. Dankeschön. Du spielst das Spiel ja gar nicht richtig. Ja, ich würde schon sagen, dass ich es richtig spiele, nur ich erspare uns eben ein bisschen. Moment mal. Echo-Passagen. Echo-Passagen. Was ist da lang? Hey! Scheinbar. Das sieht in der Tat richtig aus. Darf ich mal bitte? Das ist der richtige Ausgang. Perfekto. Ja, damit haben wir tatsächlich, glaube ich, die Magier-Gilden-Quest 3 abgeschlossen. Wie gesagt, die habe ich aber schon mal beendet. Das weiß ich noch. Dass ich mal Chef der Magiergilde war. Aber die Kämpfergildenquest habe ich noch nie abgeschlossen. Okay, und wir reisen zurück zur Kaiserstadt. Zur geheimen Universität. Universidad. Ich habe nicht gedacht, dass wir das alles in einer Aufnahme schaffen. Die restliche Handlung. Bin ich die neueste Errungenschaft? Ich bin ein Mensch. Und so kann man mich bitte auch ansprechen und bewerten. Neueste Errungenschaft. Erzmagier, ihr seid zurück. Manny Marco wurde besiegt? Ich kann es kaum glauben. Mit dem Wurmkönig ist es aus und vorbei. Ich habe eine Nachricht von Erzmagier Traven erhalten. Ich weiß, was er für uns getan hat und dass er euch zu seinem Nachfolger bestimmt hat. Ich werde in aller Stille um ihn trauern. Doch vorerst kann ich meine Freude nicht verhehlen. Ihr habt der Gilde Sicherheit gebracht und ich danke euch dafür. Ich habe bereits allen örtlichen Gildenhallen die Nachricht zukommen lassen, dass ihr jetzt die Leitung übernehmt.
Herzlichen Glückwunsch, Erzmagier. Vielen, vielen Dank. Zutatensammlung? Als Erzmagier habt ihr ein Recht auf bestimmte Privilegien. Zusätzlich zur vollen Nutzung aller Möglichkeiten, die euch die Gilde bietet, steht euch ein weiterer Dienst zur Verfügung. Gillian Farnese hat Erzmagier Traven lange mit dem Sammeln von Alchemiezutaten für seine persönliche Forschung gedient. Ich bin sicher, dass ihr euch als dem neuen Erzmagier diesen Dienst ebenfalls anbieten wird. Sprecht einfach mit ihr im Lustratorium, wenn ihr etwas wünscht. Okay, danke schön. Auch ihr. Darf ich hier denn jetzt? Morgen. Was? Wie kann ich euch helfen? Ach so, Zutatensammlung. Ah ja, Erzmagier Traven stellt in seiner Freizeit gerne Tränke her. So gern allerdings, dass ich seinen Bedürfnissen kaum nachkommen konnte. Endlich konnte ich ihm gefällig sein und ihm eine ganz besondere Kiste herbeizaubern. Ihr findet sie in den Gemächern der Erzmagier. Lege einmal in der Woche eine einzelne Zutat in der Truhe ab. Nach 24 Stunden werdet ihr eine beträchtliche Anzahl dieser Zutat vorfinden. Sammelt sie jedoch sofort ein. Nach einer Woche werden alle Überreste in der Truhe zerstört. Und um euren Fragen zuvorzukommen, ja, das funktioniert nur mit Zutaten. Seid vorsichtig mit dem, was ihr in diese Truhe legt. Ich bin für nichts verantwortlich. Okay. Ach, die können wir nach diesen Tränen fragen. Ihr seid nicht die erste Person, die danach sucht. Eine ziemlich bemerkenswerte Sache, wirklich. Ich weiß ein wenig darüber. Okay, haut raus. Sicherlich. Garidan war ein Ritter, der über ein kleines Dorf friedlicher Bauern herrschte. In einem Erntesommer gab es eine fürchterliche Dürre. Die Bauern flehten Garidan an, eine Lösung zu finden. Er beriet sich eine Woche lang mit Weisen, bis einer von ihnen eine Möglichkeit erwähnte. Der Weise erzählte ihm von einem Artefakt, das der ewig fließende Wasserkrug genannt wurde. Aus diesem Gefäß, geformt wie ein Silberkrug, strömte angeblich Wasser bis in alle Ewigkeit. Das klingt verblüffend und ein bisschen übertrieben. Ja, allerdings. Die Legende erzählt, dass Garidan den Wasserkrug gefunden hat, aber dass dieser von einer fürchterlichen Kreatur bewacht wurde. Es heißt auch, dass diese Kreatur ihn erstarren ließ. Als Garidan erkannte, dass seine Suche fehlgeschlagen war und er nicht zurückkehren konnte, um die Bauern zu retten, begann er zu weinen. Da er von Eis umhüllt war, erstarrten auch einige seiner Tränen. Manche sagen sogar, dass Mara die Göttliche Mitleid mit dem armen Ritter hatte. Um an sein gutes Herz zu erinnern, belegte sie die Tränen mit Zauberkräften. Aber das sind alles nur Gerüchte. Wisst ihr, wenn ihr mehr wissen wolltet, gibt es ein Buch, das ich einmal gelesen habe. Es heißt Ritteruntergang. Dort findet ihr vielleicht mehr über Garidan. Mhm, okay. Wo kann ich dieses Buch genau finden? Ich glaube, als ich das letzte Mal in der Erstausgabe im Marktviertel war, habe ich dort ein Exemplar gesehen. Alles klar, danke schön. Besucht mich doch später noch einmal. Ich helfe euch gern. Überbringt Strasser meine Grüße. Ich grüße euch. Ja, alles in seiner Zeit. Also, wir haben jetzt im Nachhinein auch die Kontrolle über die Gemächer bekommen, richtig? Guck mal hier. Das sind also jetzt unsere Gemächer. Und wo ist diese komische Kiste? Zauberungsaltar. Oh. Erstellen. Gegenstand hinzufügen. Gewand des Weißmagiers. Erstellen. Seelenstein hinzufügen. Großer Seelenstein. Feuerschaden. Was? Das ist sehr interessant. Ey, eine kleine Nürnwurz, wie süß. Wo ist diese Kiste? Die hier? Oh, ich glaube, die Kiste ist das. Okay, Leute, damit endet die Magier-Gilden-Questreihe von The Elder Scrolls 4 Oblivion. Und wir haben jetzt hier die Gemächer des Erzmagiers als unsere Gemächer bekommen. Wir werden beim nächsten Mal durchstarten mit dem DLC Shivering Isles. Dazu haben wir auch eine Quest. Moment. Tränen des Ritters machen wir später irgendwann mal. Ritter des Weißen Hengstes machen wir auch später. Machen wir alles später. Eine Tür in der Bucht von Nieben.
Ich habe das Gerücht gehört, auf einer kleinen Insel in der Nibenbucht sei eine seltsame Tür aufgetaucht. Das sollte ich überprüfen. Das Ganze findet dort unten statt, bei Bravil. Und das werden wir uns beim nächsten Mal ansehen und dann mit Shivering Isles starten, einem DLC, das auch ich noch nie gespielt habe. Ich freue mich drauf. Seid dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.